Ernsthaft, hört auf. Oh, 100 noch was. Ich muss auch mal ganz kurz pausieren. Wir haben jetzt 134. Das heißt, ich werde jetzt hier ganz schnell noch eine Weizenfarm bauen. Ausbau. Weizenfarm. Ein bisschen drehen. Jo. Bau beginnen. Und bitte mit der höchsten Priorität. Könnt ihr meinetwegen bis runter zum Strand alles vollbauen hier mit Weizen? Das ist mir ziemlich egal. So. Ich stecke fest. Hä? Oh. Okay, alles gut. Okay. Ja, die Meldung habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Wenn er loskommt. Ihr habt ein Vorkommen Marmor gefunden. Okay, das ist aber noch eine ganze Ecke weg. Marmor. Mhm. Das dauert noch ein Weilchen, ehe wir da sind. Ja, selbst die 25 Goldmünzen dafür fehlen mir gerade. Ah, los, komm. Einfluss kann ich immer gebrauchen. Oh, sie baut weiter. Juhu! Zwei Bergleute. Ja! Juhu! Wir haben endlich Bergbau. Juhu! Wenn jetzt hier das Lagerhaus dann noch fertig wäre, dann könnte man das da auch noch ein bisschen einlagern. Ich habe hier ungefähr 100 etwas. Die Weizenfarm. Wo beginnen? Machen wir hier richtig schön hier unten alles mit Weizen voll. So, das überschneidet sich mit den anderen, oder? Ah, das ist ja doof. Warte mal. Dann machen wir mal das anders. Kurz Pause. Mal hier alles, was du jetzt hier hattest, weg. So. Und hier, du machst dich hier so breit. Ja, wohl. Ja. So. Du machst dich ungefähr da so breit. Dann kannst du dich nochmal hier diesen. Okay, da war noch was gewesen. Okay, das wusste ich nicht, dass das wirklich so individuell gestaltet ist. Außer das ist ein großer Lernprozess hier. So. Erntefeld einzeichnen.
setzt du dich hier hin. Hier bauen wir noch einen und der kann dann quasi hier was da machen. Wunderbar. Hm. Fertiggestellt, Fischerhütte. Habe ich keinen freien Dorfbewohner mehr? Nee. Alle Wasser. Alle jetzt mittlerweile irgendwo verbraten. Dann würde ich mal aus dem Holzfäller hier einen rausnehmen und sagen, du wirst bitte Fischer. Oder man hätte noch 2 Sekunden gewartet. Förderung verfügbar. Ja. Da warten wir mal noch ein bisschen damit. Nicht, dass ich dann auch gleich wieder pleite bin. Ich kann mich dann gleich hier als Bergarbeiter hier gleich noch mit einpacken. Wunderbar. Bitte mal hier dann noch das Lagerhaus für Prio. Ist es super. 2 neue Dorfbewohner sind da. Juhu. Gleich einstellen. Erz werden wir jede Menge brauchen. Zu alle Rüstung verkaufen wir es auch ein bisschen. So. Stellst du jetzt schon Kohle her? Ah ne, da braucht Eisenerz. Okay. Und das dann kann noch unsere Schmiede hier arbeiten. Gebäude fertiggestellt, Eisenvorkommen. Juhu! Einer hat uns wieder verlassen. Okay, mit Lagerplatz. Die 4 Durchreisenden entschieden sich 4 in mein Dorf zu bleiben. Scheinen wir doch 1-2 Sachen doch ein bisschen richtig zu machen. Das ist echt cool. Also nur mit Armkraft? Naja, nicht schlecht. Die Ruder müssen sie mal noch ein bisschen designen. Wohnhaus hin? Ah ne, es wird geupgradet. Cool. So, Gebäudeliste. Holzfällerlager. Und im Sägewerk. Da bräuchte man noch welche. Und dann auch gleich hier im Lagerhaus. Da fehlt es dann noch Arbeitskräften und auf der Reizgefahr. Jetzt scheinen wir aber gleich wirklich hier unser 2. Gebäude hier zu bekommen. Also dieses Wohnhaus ist etwas höherwertigeres. Okay. Zack, Ernte
Feld einzeichnen. Du darfst dich hier so verlustieren. So. Genau bis an der Kante ran. Gib mich mal gespannt, ob er ans Wasser gehen würde. Ein Mensch bittet um Audienz. Okay. Jetzt muss ich hier nochmal kurz gucken. Ja, woran fehlt's uns? Also, Arbeitskraft haben wir aktuell schon relativ viel. Königreich. Klerus. Ich würde eigentlich schon gerne nochmal auf Klerus gehen. Dass wir definitiv safe dann uns auch den das Kloster. Das Kloster leisten können, weil dann können wir nämlich auch Wein produzieren und Bienen und das dann auch wiederum verkaufen. Und umso mehr Geld haben wir. Liefert 50 Holz. Okay. Die könnt ihr jederzeit haben. Bitte alle 10 Minuten so einen Auftrag. Holz haben wir jede Menge. Fertiggestellt. Macht Platz. Okay. Käse, Brot, Fisch oder Bären. Ja, machen wir mal hier Fisch rein. Habt ihr jetzt schon ein bisschen was zum Schmelzen? Oh, 28 Werkzeuge, also unbedingt Handel mit Dienst. Nicht mehr bitte machen. Ja. Wunderbar. Wenn wir genug Werkzeug haben, können wir gerne einstellen, irgendwie alles, was über 50 ist, das wird dann verkauft. Das ist dann auch klasse. So, hier soll bitte rein. Werkzeuge. Eisen. Eisenerz. Und Kohle. Könnte ich hier nochmal umstellen? Kann hier Weizen rein? Machen wir hier Wolle rein? Und Stoff. Ja. Okay. Kann man das Lager eigentlich noch updaten? 4 von 4. Maximale Kapazität 400. Okay. So, okay. Milchbauernhof und eine Käserei. Ja, erstmal wäre es dann wichtig, dass die hier die Hefereien dann quasi gleich bauen und. Genau. Die Schifferei, die Weberei und die Schneiderei. Wird hier oben eigentlich auch weitergebaut? Mache hier oben mal ein kleines Prio, weil so langsam stürzt mich, dass es hier nicht vorangeht.
Wohnhaus Stufe 2. Okay, die haben jetzt hier 45 Weizen. Und wir müssen es ja eigentlich jetzt gefühlt rund um die Uhr Brot herstellen können. Hatte ich hier unten nicht noch einen Speicher gebaut? Ja, hier. Käse, Fisch, Weizen, Wein, Honig, Milch, Mehl, Kräuter und Produktkanal. Auch schön, wie hier alles ausgesät wird. Mhm. Sehr nice, sehr nice. Warum brauchst du so lange mit den Steinen? Hier ist doch gleich ein Steinbruch. Also aktuell ist es eigentlich wirklich hauptsächlich die Nahrung. Also wenn wir das Problem gelöst haben, dann sind es erstmal halbwegs alle wieder glücklich. Dann machen wir hier auf alle Fälle ein Lager für Fisch. Ungenutzt für Fisch. Und es kommt rein. Brot und Weigand oder der Weigand. Der Weigand. Auf Baumeister. Was machen denn meine ganzen Baumeister in diesem langen Tag? Okay. Oh, einer will da bleiben. Hm. Okay. Ah, neue Leute sind immer gut. So. Jetzt machen wir mal hier oben Baumeister. Der geht arbeiten. Und zwar da oben. Die hat gerade frei. Und die Gerda hat auch gerade frei. Ihr habt mehr als genug zu tun. Ihr könnt hier weiterbauen. Ihr könnt da weiterbauen. Beziehungsweise habt das schon. Okay. Ein Schäfer. Schaf züchten. Ernsthaft, hört auf. Was ist denn das? Das ist ja cool. Das ist ja cool. Sagen, wir haben es auch wieder halbwegs gerettet, also wir sind auch wieder halbwegs im Plus. Ein Gesandter nähert sich im Dorf, sehr gut. Und wir machen auch gerade richtig gut Werkzeuge. Richtig gut Werkzeuge.